Das ist ein Volkswagen 6.1. Ja, hier steht er in einer, ich sag mal, Version mit Fenstern, die mit drin sind, von der Rittersbacher Gruppe. Eigentlich wird man so von außen gar nicht drauf kommen, dass es ein Camper wäre. Der ist jetzt hier natürlich beschriftet mit Hornbach und Co., denn wir zeigen heute mal was ganz Wahnsinniges. Hornbach hat sich überlegt, wenn man Campingmöbel, wenn man nur viel genug baut, sich da genug Gedanken drum macht, ja, dann kann man die günstig machen mit toller Materialqualität. Man kann sie selber zusammenbauen in, ich sag mal, absehbarer Zeit. Wenn ich nämlich manchmal so sehe, in 3, 4, 5 oder 6 Wochen, ja, habe ich meinen Camper ausgebaut, da würde mir nach ungefähr 6 Stunden die Geduld fehlen, weiterzumachen, ja. Und so geht es wirklich vielen. Und das ist ein spezieller Ausbausatz jetzt für einen VW T6.1. Ja, wo fangen wir an? Hallo Katharina. Hallo. Hallo Ellen. Hi. Ja, und du bist der Jörg. Grüß dich. Genau. Ja, für den T6.1, aber auch da gilt wie bei allen anderen Ausbausätzen von uns, für den T6.1 ursprünglich gedacht, passt aber eben auch in vielen anderen Autos, die ähnliche Innenmaße haben. So war ich in T5? Zum Beispiel in T5. In T4. T4. Wir T3. Haben, T3 wird schwierig, da ist der Motor im Weg da hinten. Für den T3 muss man sich wahrscheinlich ein bisschen was anderes überlegen. Ja, ich habe noch einen T3, deswegen habe ich ja gerade überlegt, stimmt, da hinten ist ja ein Motor. Ja. So ist es. Ist so. Ja, das ist jetzt eine Bett-Kastenkombi, wie viele sie auch gerne kaufen möchten. Das Ganze habt ihr noch nicht so ewig im Programm, oder? Nee, also gelauncht wurde es im November letzten Jahres und seitdem sind wir gut dabei. Ja, du bist auch dafür verantwortlich, dass man das Ganze so ein bisschen aufbauen kann. Bist mit in der Produktentwicklung gewesen, auch so ein kleines bisschen? Nee. Nee, da leider nicht, aber alles, was mit Campingboxen zu tun hat, darf ich betreuen. Ja, du machst nämlich gerade ein Studium, duales Studium hier. Das heißt, du bist mitten in der Praxis, studierst das Ganze und ja, jetzt bist du ja hier eine handfeste Frau. Ja, immer mehr Frauen campen, muss man sagen. Ja, früher war das ja immer so, ja, Camping, da kann ich ja nicht mein ganzes Zeug mitnehmen und so weiter. Aber es gibt ja immer mehr, die sagen, es ist mir vollkommen egal. Ich bin da im Urlaub und ich bin da so, wie ich bin. Immer das Nötigste einpacken und es kann schon losgehen. So, wir schauen uns das Ganze mal von innen an, dass wir das mal sehen. Der hat ja eigentlich genug Platz. Und jetzt könnte man ja hier sagen, ich bin zum Beispiel Handwerker, habe so ein Auto jetzt als Handwerksauto. Kann man das rausnehmen? Ja, natürlich. Okay, ist das schwer rauszunehmen? Ja, also auf jeden Fall. Es wiegt was, oder? 40 Kilo etwa wiegt das Ganze, aber... Funktioniert. Das heißt, ich könnte das jetzt zum Beispiel auch drin lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Handwerker bin, kann da was drüber laden. Das würde es aushalten von der Materialstärke. Also wenn da jetzt was drauf liegen würde, das wäre kein Problem. Stabil ist es, genau. Wir haben das genauso mit 250 Kilo probiert. Das funktioniert problemlos. Wahrscheinlich würde sogar mehr gehen. Hier im Auto ist es tatsächlich jetzt auf der Bodenplatte verankert und ad hoc nicht rauszunehmen, ja, weil natürlich muss das Ganze ja auch irgendwie verkehrssicher sein. Aber man kann, je nachdem, was es das Auto eben an Befestigungsmöglichkeiten hergibt, das natürlich auch so im Auto befestigen, dass es dann tatsächlich mit Schnellverschlüssen ähnlichem auch schnell rausgenommen werden kann. Ja, und das ist euer wichtigstes Teil, nämlich ein Regal. Eine Schuhablage oder für was auch immer man es benutzen möchte. Auch die ist fix und fertig dann. Die ist so gefräst, kommt so? Ja, genau, ist so gefräst wie bei den anderen auch. CNC-Fräsung mit einem weißen Gummihammer einfach zusammenbauen und mit Schrauben befestigen. Das dauert wie lange bei dem Regal ungefähr, was denkst du? 10 Minuten mehr nicht. Höchst. 10 Minuten, das heißt vielleicht das erste 15? Ja. Maximal. Ja. So, du hast das Ganze ausprobiert. Wichtig ist ja die Passgenauigkeit. Du hast hier einen Land Rover Defender. Da ist das Ganze auch drin. Hast du es selber zusammengebaut? Habe ich nicht zusammengebaut, war aber dabei, als es zusammengebaut wurde. Okay, das hast du zusammenbauen lassen. Habe ich zusammenbauen lassen. Ja, die Frau von heute lässt bauen, da ist es. Und da ist nämlich jetzt auch ein Bett drin. Auch das Auto werden wir mal ganz genau zeigen. Aber zunächst mal, ist das passgenau? Ist das auch, ich sag mal, in der Praxis okay? Ist passgenau. Also das Einzige, was wir machen mussten, ist die hintere Reihe einmal zu überbrücken mit so einem Brett. Das habe ich nochmal gesondert gebaut. Ansonsten passt es rein, ohne irgendwelche Modifikationen vornehmen zu müssen. Das ist das gleiche Bett? Das ist das T6.1-Bett. Nein, das ist jetzt ein spezielles Bett. Das ist etwas kleiner, aber ist ähnlich dem T6-Bett. Sehr schön, das zeigen wir gleich mal so on Detail. Gehen wir nochmal hier zurück. Ihr habt natürlich das Thema Schlafen soll ja schnell gehen. Die Matratze ist auch von euch? Genau, auch unsere Matratze. Auch wie bei allen anderen, 8 cm stark. Relativ komfortabel, wie ich finde.
und passend für unser Bett. Bau mal bitte um. Wir schlafen jetzt mal alle. Dabei muss ich sagen, wir drehen am Donnerstagmorgen, den 22. April 2021 in Bornheim, der Zentrale von Hornbach. Mit diesen Fahrzeugen seid ihr unterwegs auf Roadtour, so ein bisschen draußen, oder? Ja, wären wir gern gewesen. Wir hatten tatsächlich eine Roadshow geplant, aber durch die aktuelle Situation ist sie einfach nicht durchführbar gewesen. Jörg, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin im Weg. Nein. Es ging so schnell. Ach so. Und ich hab mich ganz kurz nur mit der Katharina unterhalten, da war das Bett schon gebaut. Ja. Du musst es nochmal zurückbauen, weil du warst zu schnell. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Auch beim Zurückbauen. Das ist tatsächlich eine ziemlich einfache Konstruktion. Nämlich, ich klappe das hier einmal zusammen. Muss ein bisschen auf die Finger aufpassen. Schieb das wieder zusammen. Wenn ich im Auto stehe, geht das einfacher. Eine Sekunde. Mach mal bitte. Das ist der typische Vorführeffekt. Außerdem, man kann es ja noch ein bisschen ölen, oder? Zum einen das, und wenn man vor allem aufpasst, dass man es nicht verkantet, was mir eben passiert ist, dann geht es auch deutlich einfacher. Schiebt das zusammen und hat wieder den Platz. So, dann bitte noch einmal raus. Genau, also. Weil es so schön war? Genau, weil es so schön war. Und einmal ohne Verkanten jetzt natürlich. Dann funktioniert das auch deutlich besser. So. Einmal ausziehen. Fertig. Und einmal ausklappen. Habe ich die Auflage für da drauf. So, die kann auch atmen, wie ich sehe. Genau. Habe hier ein paar Fräslöcher noch mit drin, auch für unterwegs Dinge zu verzurren, zum Beispiel auf dem Bett, wenn ich es eben nicht brauche. Und dann unsere passgenaue Matratze wieder. So, bevor wir den Preis verraten, ja, das mache ich ja sehr ungern, weil das ganze Zeug kostet nämlich gar nicht viel. man denkt nämlich jetzt immer schon, das kostet bestimmt so 1.000, 2.000 Euro, da kommen wir gleich drauf. Dabei ist diese Box hier, oder? Die kann man einzeln kaufen. Also ich kann das Bettmodul selbst mir kaufen und kann mir die Box zusätzlich kaufen und habe es dann eben so wie hier, Bett inklusive Staubox. So, das habt ihr jetzt hier wahrscheinlich mit einem kleinen Schnitzmesser reingefräst. Es ist so, nein, das kommt so mit dieser Einfräsung? Nein, also es ist tatsächlich so, jeder Bausatz kommt zu uns ins Büro und wir schnitzen das dann mit Hand rein. Nein, natürlich nicht. Also das ist komplett wie alle anderen Möbel auch auf der CNC-Maschine gefräst. Das ist eure Marke, Buildify. Buildify, genau. Unsere Eigenmarke, dazu kommt dann natürlich auch mit drauf. So, bitte einmal zeigen, wie viel Platz da drin ist. Genau, also hier vielleicht einfach nochmal das Bett. Da haben wir auch noch ein paar nette Funktionen, vielleicht bevor wir zur Schublade kommen. Gerne. Nämlich, es gibt ja auch den einen oder anderen, der sich zwar ins Bett legt, aber noch ein bisschen lesen mag. Für den geht das ganz einfach, dass er zum Beispiel die Kopfstütze nach oben legt. Nein. Mhm. Echt? Stark. Und, mach mal bitte, Katharina, dass du das mal hochlegst. Hier Matratze. Das heißt, du hast noch ein Sofa mit drin. Genau. So, jetzt darfst du dich einmal reinlegen, Katharina. Ja. Du musst. Ich muss das nämlich mal zeigen, wie schön gemütlich das da drin ist. Das ist super gemütlich. Bei 8 Grad hier draußen. So, man sieht, das ist ja hier, das Material ist ja aus dem Vollen. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr stabil. Super stabil und die Matratze ist auch sehr weich. Okay. Kann das sein, dass du gleich einschläfst? Nee. Absolut, nee. Vielleicht mit der Kälte nicht, aber. Das ist aber toll, dass man lesen kann. Das heißt, man kann rumlümmeln, man kann es ruckzuck verändern. Genau, ja. Geht ganz schnell. Toll. Ich gehe noch mal kurz nach hinten. Warte, langsam. Und das sieht man hier, wie dick das Material ist. Ja, das heißt, ihr habt euch ja nicht für irgendwas entschieden, sondern das ist echt Birke. Nicht ganz günstig, muss man sagen, aber es funktioniert gut. Genau, Birke Multiplex, stabil eben und dauerhaft. Und das war die Anforderung hier. So ist das. Ja, toll. Also das ist der Hack Nummer 1 quasi. Was ist noch drin? Was kann man noch machen? Genau, wenn Katharina noch mal kurz aussteigt und das Zusammenklappen noch mal zeigen. Ja, gerne. Dann die Matratze nehmen wir jetzt einfach mal raus, weil man sieht es besser dann. Auch die ist ja speziell angepasst, die Matratze, gell? Genau, die Matratze ist speziell passend gemacht, dass die auch ordentlich passt und vor allem bequem ist. Ich klappe das Bett einfach nochmal schnell zusammen und dann zeige ich dir noch was. Gerne, sehr gerne. Ich befürchte, es wird ein Hit, das Video, weil wenn wir gleich den Preis verraten, dann werden ganz viele Leute, die werden Tränen in den Augen bekommen, wenn sie sich vielleicht irgendeinen Spezialausbau gekauft haben. So wie ich.
Ja, wir haben ja eben gesehen, Katharina lag hier drin zum Lesen und hatte die schöne Rückenlehne. Das Ganze geht natürlich auch andersrum. Nein, nach draußen. Kann es tatsächlich auch nach hinten zur Sitzbank machen. Immer, es ist nicht zum Fahren geeignet. Ne? Es sind natürlich keine Sitzplätze, auf denen man sich anschnallen kann. Aber wenn man ein schönes Plätzchen gefunden hat, kann man sich hier hinsetzen, die Füße raushängen und ein bisschen lesen. Ja, Katharina, bitteschön. Du, ich darf wieder. Du darfst mal wieder rein. Das heißt, dazu wird die Box dann ganz reingeklappt. Genau. Und daneben bitte einmal die Ellen. Denn bei Hornbach wird ja auch gearbeitet, wie man sieht. Das ist aber eine geniale Idee, Jörg. Also das ist richtig klasse. Ja, also ist auch einer unserer Bestseller. Das ist das Modell Marinus. Marinus. Marinus, genau. So hieß der nette Herr, der Volkswagen-Importeur war, okay, in den 50er Jahren in Niederlande. Okay. Und den Käfer in die Niederlande gebracht hat und die ursprüngliche Idee für den VW-Bus geliefert hat. Boah, das ist ja voll das Bildungsfernsehen bei euch, ja. Das heißt, das Modell heißt Marinus. Vielleicht nochmal ein, zwei Takte zu dem Holz. Das ist jetzt wirklich hier Birke. Birke Multiplex. Birke Multiplex und das arbeitet auch nicht mehr, oder? Das arbeitet kaum. Wenig, ja. Kaum. Also es ist und bleibt Holz, ja, und es arbeitet auch. Also gerade mit Temperaturschwankungen oder auch Luftfeuchtigkeit wird es natürlich noch ein bisschen Veränderungen geben. Aber es ist durch dieses Multiplex-Verfahren minimiert. So, und dann ist die Box hier unten drunter, die passt natürlich zufälligerweise genau rein. Die passt zufälligerweise genau rein, kann man eben dazu kaufen. Also es sind tatsächlich zwei Bausätze bei uns, einmal das Bett und einmal die Box. Okay. Die Box heißt zufälligerweise Ben, das war der Spitzname von Marinus. Und ist eben passgenau. Ich kann die hier einmal mit den Schwerlastschienen an Marinus festmachen. Kann mir hier einmal eine Arbeitsfläche quasi rausziehen. Hab eine schöne große Arbeitsfläche. Zum Beispiel eine Küche könnte das sein, theoretisch. Zum Beispiel. Ja. Mein Schneidbrett, mein Kocher, was auch immer ich da drauf abstellen möchte. Und habe dann hier nochmal die Möglichkeit, eben auf die Schubladen zuzugreifen. Und habe insgesamt fast 1,80 Meter Auszuglänge. Bitte mal beide rausziehen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wenn man sich hier jetzt noch einen Stempel basteln würde, einen stabilen. Also der sollte dann sehr stabil sein, dann, ich sag mal, könnte man das sogar noch belasten mit etwas mehr, oder? Durchaus, ja. Ein kleines bisschen. Das heißt, der, ich sag mal, Fantasie sind keine Grenzen gelassen, denn das Material gibt es einfach her von der Stabilität, oder? Ganz genau, ganz genau. Also unsere Schwerlastschienen, die wir mit im Programm haben, sind bis 136 Kilo belastbar. Vielleicht findet der eine oder andere tatsächlich auch noch welche, die noch höher belastbar sind. Und das Holzmaterial macht das auf jeden Fall mit. Dann muss man natürlich noch ein bisschen achten, wie befestigt man das Ganze im Auto. Oder wie du eben sagtest, man baut sich eine kleine Konstruktion zur Abstützung drunter, dann ist man absolut safe und hat natürlich ein tolles Plätzchen und wie in dem Fall jetzt mit der Heckklappe auch noch ein bisschen überdacht. Ich habe eine ganz kleine Bitte. Da ist wahrscheinlich, die Matratze wird es jetzt aushalten, oder vom Gewicht her? Wenn wir die einfach nur mal drauflegen, ja, dass wir uns nicht drauflegen. Aber wenn du das mal machst, nur mal so fürs Finish-Bild. Das heißt, man könnte denn hier liegen, könnte die Matratze einfach drüber machen. Das wäre, machbar. Oder man könnte die zum Beispiel jetzt mal hier so hinten reindrücken. Das heißt, man könnte drin sitzen, könnte die die Beine dann einfach drauflegen. Genau, also die Baumelbank. Die Baumelbank für die. Das geht auf jeden Fall. Ja, so. Da ist jetzt natürlich der Ausschnitt ein bisschen schmal dafür. Aber ich habe es verstanden. Das sind den Ideen einfach keine Grenzen gesetzt. So, es sind ja auch Outdoor-Camper, muss man sagen. Das Ganze soll ja auch nicht perfekt sein. Ansonsten hätte man ja weiße Ware. Was ich ziemlich cool finde, ist, du könntest jetzt theoretisch auch einen Bus nehmen, der ganz unauffällig ist, ja. Und den einfach zum Camper umrüsten und dann zum Beispiel in Amsterdam einfach mal drin pennen nachts, ja. Richtig. Oder ich könnte als Handwerker meine Möbel rausbauen, könnte den als Campingvan nutzen mit Familie und Co. Okay, super. Ja, kommen wir mal auf die Preise. Wenn du mal gerade so lieb bist, die Matratze nochmal runternimmst, dann sieht es ein bisschen schöner aus fürs Bild. Denn ihr liefert das Ganze kostenfrei nach Hause, gibt es nicht im Hornbach-Markt mitzunehmen. Genau, kriegt man alles in unserem Online-Shop hornbach.de/campingworks und findet man das ganze Sortiment und kann sich da Informationen zu allen Möbeln holen. So, man sieht ja jetzt sehr, sehr viel hier in dem Video. Auch da gilt natürlich das Fernabsatzgesetz, nehme ich an. Das heißt, ich habe Rückgaberecht. Ja, also so wie bei allen anderen Artikeln auch, die man bei uns im Online-Shop bestellt. Bei all den Auslieferungen, die wir bis jetzt hatten, hatten wir das
Noch nicht, also. Ich habe es vermutet, wenn man denn noch eine kriegt, ja. Im Moment sind sie unglaublich gefragt, oder? Ja, also wir sind mehr als positiv überrascht und sehr zufrieden. Und unsere Produktion läuft auf Hochtouren. Wir schauen wirklich, dass wir da alles Mögliche von der Maschine runterbekommen, um den Kunden die Ware zur Verfügung zu stellen. Fertigung ist made in Germany, das heißt, die werden in Deutschland gefertigt? Ja, die CNC-Schreinerei, die für uns hier arbeitet, ist in Deutschland. Bitte einmal öffnen hier oben drauf. Auch das kann man hochheben. Das genau, natürlich. Ja, jetzt haben wir hier natürlich auch so ein bisschen Ablage und ne, mit der Ordnung, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Da geht es ja gar nicht drum jetzt. Also es geht ja darum, dass man auch was Schweres jetzt hier reinmachen kann. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Prospekte drin, Campingleuchten, da kann man reinmachen, was man will. Genau. Also ziemlich cool, muss ich sagen. Und du hast die Anleitung geschrieben zum Zusammenbau. Ja, ich habe die Vorgaben gegeben und unsere kreativen Köpfe haben dann das Weitere gemacht. Was spricht denn so für Hornbach als Arbeitgeber für dich? Würdest du sagen, das ist ein super Unternehmen, nahbar? Absolut. Also es liegt ja bei uns hier oder bei mir jetzt in der Nähe. Und ach so, du bist von hier. Genau, ich bin von hier und familiär habe ich auch einige, die hier auch arbeiten und dadurch bin ich mit Hornbach einfach aufgewachsen. Okay, also ein ganz, ganz tolles Unternehmen und das da muss ich wirklich sagen, wenn ihr es nicht erfunden hättet, ja, man müsste es erfinden. Das Gemeine ist jetzt, die Videos sind so gut, dass die Chinesen wahrscheinlich jetzt schon anfangen werden, anhand der Videos das auszumessen und dann auch zu machen, aber das ist gar nicht so einfach, denn ich sag mal, die Transportkosten, das Ganze muss ja auch noch passen und dann zu dem Preis, wie ihr es anbietet, das ist ja schon, wenn man sich ein bisschen auskennt für so einen Bausatz, das ist schon Kampfpreis, oder Ellen? Absolut, ja. Ist wirklich so, oder? Ja, also wir, das, was wir jetzt hier sehen, je Bausatz sind wir bei 565 Euro. Je Bausatz, also einmal Bett und einmal der Kasten. Ja, und trotzdem, also ich komme dann natürlich schon auch über die 1.000-Euro-Grenze damit. Ja, aber bitteschön, also wenn du jetzt für beides günstig, oder? Günstig und passend, genau. Ja, was jetzt alle fragen werden, was kostet diese tolle Matratze, die man hier sieht, ja? Das ist natürlich, die uns sehr, sehr bequem ist, hast du mir eben noch gesagt. Genau, also die Matratzen, wir haben wirklich Wert drauf gelegt, dass wir hier ordentliches Material verwenden. Wir sind 8 cm stark, so dass, glaube ich, schon wirklich die meisten da eine bequeme Matratze drin finden. Da sind wir mit ca. 300 Euro dabei. Also 300, das heißt, wir sind hier bei rund 1.100 für beides zusammen. Der Versand ist kostenfrei. Der Versand ist kostenfrei, das ist richtig. In dem Fall kommen jetzt natürlich dann auch noch die Schwerlastauszüge dazu. Die Auszüge kosten meines Wissens um die 100 Euro. Komplett. Je Auszug, also in dem Fall sind dreimal die Auszüge verbaut. Einmal für die gesamte Box nach außen zu ziehen und zweimal für diese Schubladen nach außen zu ziehen. Das heißt 300 Euro, nochmal drauf. Nochmal 300 Euro dazu. Trotzdem ja, komme ich dann in Summe mit Matratze und diesem Ausbau, womit ich einen komplett fertigen Camper habe, deutlich unter 2.000 Euro weg. Ja, stimmt. Ich habe mir jetzt mal so ganz leicht zusammengerechnet, um die 1.700 Euro brutto inklusive Mehrwertsteuer. Das ist, und Versand mit drin. Und Versand, so ist es. Ja, Prost Mahlzeit. Dann fehlt nur noch ein bisschen Wachs, um das praktisch zu wachsen und zu behandeln. Da bin ich aber auch frei. Da bin ich absolut frei. Also ich persönlich würde es so lassen. Mir gefällt das so. Aber natürlich kann ich das lackieren, ölen, wachsen. Das, was ich sonst auch mit Holz natürlich machen kann. Mit Kunststoff überziehen komplett? Nee, ist ja Holz, das will man ja haben, oder? Ja. Also ich glaube schon, wer sich für sowas entscheidet, der mag auch Holz. So, ich zeige mal gerade nochmal von innen drin, wie das jetzt so von der Rückseite aussieht. Da ist es jetzt geöffnet. Und ja, das Ganze ist ganz stark gesteckt, wenig geschraubt. Das heißt also Millimeter genau, es passt ganz genau. Da knarrt nichts, da klappert nichts. Ja, also das versuchen wir in der Produktion schon sehr genau zu machen. Ja, und versuchen hier die Passungen eher enger zu fertigen als zu weit, um tatsächlich Klappern an allen Ecken und Enden zu vermeiden. So, ich zeige mal gerade was ganz Tolles. Ihr habt eben was umgebaut. Ja. Darf ich das zeigen? Na klar. So, denn man könnte jetzt auch noch eine Küche ergänzen, Ellen. Du kochst gerne? Nee. Ich koche ab und zu. Gerne, also, gerne kann man nicht behaupten. Gerne kann man nicht behaupten. Ich koche auch gerne, muss ich sagen. Also ich mache dann die Tür auf, hole dann so, was weiß ich, von Froster irgendwas raus. Ja, knall mir das in die Pfanne rein, Gemüse und nach 15 Minuten ist fertig. Ja, das könnte ich aber hier machen. Das sind Küchenmodule zum Beispiel oder Schränke. Genau, kann ich als Küchenmodul verwenden. So ist es primär gedacht. In dem Fall weiß, eben haben wir es ja gesehen, in reinem Holzfarbton und ist etwas anders aufgebaut als das andere Modul vorher.
Auch die kommen als Bausatz fertig? Also das heißt, die schraube ich dann zusammen? Genau, ja. Die schraubt man ganz einfach zusammen. Durch die HPL-Beschichtung sind die dann natürlich noch ein bisschen robuster und ja, einfach pflegeleichter. Ja gut, das Weiß ist natürlich schon toll. Ihr habt auch Bausätze. Das heißt, also man kann sich jetzt zum Beispiel Bretter zuschneiden lassen bei euch. Und dann könnte man zum Beispiel auch diese tolle Outdoor-Küche dann selber bauen. Mit etwas handwerklichem Geschick wäre das denn so ein Outdoor-Küchenmodul? Genau, also wir haben sowohl über Online-Shop als auch im Markt direkt haben wir unseren Zuschnittservice. Da kann ich beauftragen in verschiedenen Maßen, mir jetzt in dem Fall diese Platte oder auch andere Platten zuschneiden zu lassen und muss dann wenig selbst noch daran machen. Gut, also ein bisschen etwas mehr handwerkliches Geschick ist hier notwendig. Aber das hier, ganz ehrlich, Jörg, das kriegt doch jetzt, ich sag mal, der ganz normale Hobbyhandwerker mit, ich sag mal, IKEA-Kenntnissen kriegt das hin, oder? Also das auf jeden Fall. Gerade wirklich die Bettsysteme, die ja jetzt, wie mehrfach gesagt, auch nur gesteckt sind, das ist wirklich ganz einfach aufzubauen. Und jetzt zugegebenermaßen, ich war da ja auch ein bisschen an der Entwicklung beteiligt und habe das ein oder andere Bett aufgebaut. Aber das Bett, wie man es jetzt hier sieht, schaffen wir mittlerweile in ungefähr 30 Minuten aufzubauen. 30 Minuten. Ja, ich bin ganz begeistert. Wir sind bei der Hornbach-Zentrale in Bornheim heute am 22. April. Es ist schön kalt. Ja, ich hoffe, aber es gibt gleich einen warmen Espresso, denn drinnen, ihr habt was ganz Besonderes, kriegt ihr demnächst ein modulares Powerpack, auch bei Hornbach. Ja, genau. Wir haben einen neuen Lieferanten hier und haben ein Battery Pack von Gold Zero. Von Gold Zero. So ist das. James Bond lässt grüßen. Gold Zero. Passt natürlich auch perfekt hier in unser Bettsystem rein. Ich mache mal gerade ein bisschen Licht, dass man das sieht. Da ist es. Passt natürlich perfekt wirklich hier rein. Tolles System, kann ich über ein Solarpanel laden, kann ich über 12 Volt laden oder auch über 230 Volt und stellt mir auf der anderen Seite 230 Volt zur Verfügung, 12 Volt oder auch die typischen USB-Anschlüsse zur Verfügung. Kenne ich aus China, muss ich sagen, bestellt man immer so, hat man so ein bisschen ungewisses Gefühl. Jetzt bei Hornbach, das heißt also, wenn das Ding nicht funktionieren sollte, man kann es bei 170 Märkten oder wie viele habt, dann reklamieren. Aber ihr habt es getestet, es funktioniert gut? Genau, also da haben wir schon wirklich Vertrauen in die Marke Gold Zero auch, amerikanischer Hersteller. Ich glaube, wir können das hier ganz guten Gewissens verkaufen. Da hängt jetzt eine Kaffeemaschine dran. Ihr habt mir eben Kaffee gemacht, das ist kein Thema, oder? Genau, also jetzt bei dem Modell hier, der hat tatsächlich einen Spannungswandler drin, der bis 2000 Watt geht. In der Spitze sogar bis 3.500 Watt. Okay. Das heißt, da ist die Kaffeemaschine überhaupt kein Problem. Preis von dem Modul, wie es hier steht? Preis kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, dass wir es in den nächsten 14 Tagen tatsächlich im Webshop haben und dann natürlich auch einen Preis dazu mit ausspielen. So, ich zeige es mal gerade, da vorne ist nämlich 12 Volt dran. Ich komme dann nochmal zu euch. Wahrscheinlich habt ihr mehrere oder mehrere verschiedene? Es gibt verschiedene, genau. Das ist jetzt eine mittlere Größe. Der Yeti 1500 heißt der hier. Den gibt es auch noch in 500, aber auch, ich glaube, bis über 6.000. Also dann kommt er auch tatsächlich auf so einem kleinen Wägelchen und damit sollte ich dann wirklich dauerhaft keine Stromversorgungsprobleme mehr haben. Ja, das ist auch USB-A, USB-C, da ist 12 Volt mit drin, da hast du mehrere Eingänge für die Solarpanels, du hast draußen mal so ein Solarpanel hängen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz die Preise von den Möbeln hier, von den beiden und der Name? Das sind Louis und Ferdinand, unsere Küchenmöbel, da vielleicht noch kurz ein bisschen dazu. Also die sind, man sieht das hier ganz gut, die sind hier auch tatsächlich aufgedoppelt, um hier die Möglichkeit zu haben, einen Spülenausschnitt zu machen und hinterher zum Beispiel eine Spüle einzubauen. Wir haben hier noch ein Teil, was wir nicht ganz fertig gebaut haben. Extra, ja, genau. um das mal zu zeigen. Um das eben auch zu zeigen, den Kunden zu zeigen, wie das kommt und was man da alles zu machen hat. Da ist aber alles dabei, da sind die Beschläge dabei, da sind die Schließmechanismen. Naja, wie bei unseren Campingmöbeln prinzipiell, also das Zubehör, Beschläge, Verschlüsse etc. muss man extra dazu bestellen, aber im Webshop haben wir alles entsprechend auch an der richtigen Stelle verlinkt. Also man findet das heißt also, ist es wie im Prinzip, wenn man es bestellt bei Amazon, steht dann drunter und wenn du das brauchst, bitte noch das mitbestellen. Ganz genau so. Okay, verstehe. Wenn du mal gerade das hier aufmachst, auf der linken Seite, dass man es mal sieht, da kann man nämlich wahlweise dann auch noch Auszüge reinmachen. Genau, man kann also hier, da sind jetzt die Beschläge drin. Preis von den Beschlägen ungefähr? Die fangen bei 3 oder 4 Euro an. Also weniger Euro. Weniger Euros, genau. Genau, kann man hier mit diesen Beschlägen machen. Man kann es tatsächlich auch als Schublade machen. Oder hier unten dann eben auch nochmal ein größeres Fach, auch nochmal mit den Beschlägen. Okay, toll.
So, das Ganze ist auch so, es kommt so, da muss ich jetzt nicht mehr mit der Stichsäge ansägen oder irgendwas, sondern es kommt als Bausatz fix und fertig? Genau, es kommt als Bausatz fix und fertig, passend, entsprechend alles wirklich vorbereitet. Ich muss es zusammenstecken und jetzt wie in dem Fall in den Küchenmöbeln oder das kann man bei uns prinzipiell sagen, alle Möbel, die irgendwie eine Auszugsfunktion haben, die werden auch noch mit verschraubt, dass das wirklich stabil ist und die Betten werden im Normalfall gesteckt, aber immer passgenau und ja, wirklich kinderleicht zusammenzubauen. So, warum wir eigentlich hier sind, ich wollte nämlich zeigen, das hier könnte man jetzt auch in den T6 reinmachen, als Küchenmöbel zum Beispiel. Ganz genau. Also das hier sind im Prinzip zwei Küchenmöbel. Wir haben die nur hier, weil wir Platz haben, zusammengestellt. Und einmal die kleine Variante, die passt in einem T5, T6 typischerweise zum Beispiel hinter den Fahrersitz. Gerade mal der Name von den Kleinen, von der kleinen Variante? Der Kleine ist Louis. Okay, und das da ist Benedikt. Nee, ja, Ferdinand. Ferdinand, okay. So ist das. Genau, also sowas ist typischerweise ihr T5, T6 hinter dem Fahrersitz zum Beispiel, um das Thema Wasserversorgung, wenn ich eben eine Spüle mit einbaue und unten zwei 10-Liter-Kanister zum Beispiel mit reinstelle, der Platz ist entsprechend dafür vorgesehen. Auch so eine kleine Küchenlösung in einem T5, T6 zu haben. Jörg, toll gemacht. Ja, da auf der rechten Seite ist das Solarpanel. Und das ist jetzt Goal Zero. Zero ist wahrscheinlich der gleiche Hersteller wie ihn. Na, klar, also das ist im Prinzip ein ganzes System mit den Batterien zusammen. Hier haben wir jetzt ein 100-Watt-Panel, das gibt es in 50 Watt, dann ist es ein bisschen kleiner noch und handlicher. Es gibt auch feste Panels zum Aufstellen. Es gibt kleine Panels für die Handys. Also eine komplette Produktreihe wird hier online gehen bei uns. Da werden aber einige ganz schön sauer sein, wenn er da jetzt die Powerpacks hat. Da natürlich zu Hornbach-Preisen. Ihr habt euch da ja darum Gedanken gemacht, die Garantie da noch mit dabei. Dann sind die auch nur zu bestellen jetzt, die Powerpacks? Da wird es bei den Goal Zero Produkten wird es tatsächlich auch ausgewählte Märkte geben, die schon mal haben. Auf Lager haben. Okay, super. Ansonsten auch die jetzt bestellen. So als Online-Lieferant, ich sag mal so, ich bestelle viel bei anderen, muss ich ja fairerweise dazugeben, bei einem ganz, ganz großen. Aber wahrscheinlich das Jahr 2021 und 2020 auch für euch ein tolles Jahr gewesen online, oder? Ja, also Hornbach ist ja eine Aktiengesellschaft. Das heißt, wir sind da sowieso zwangsweise relativ offen, was unsere Erfolgszahlen angeht. Und zumindest für die ersten 9 Monate, so viel ist veröffentlicht, können wir nicht verleugnen, dass wir da ganz gut unterwegs waren. Das ist so. Camping auch schwer am Kommen, ist ja klar, die Leute wollen sich vereinzeln, aber es ist ja auch ein Trend dazu. Ich sag mal, erkennt Deutschland auf einmal wieder. Ja, das heißt, da sagt, oh, der See ist aber schön, es muss nicht immer die Türkei sein. Ja, genau. Also viele machen jetzt auch dieses Jahr mehr, natürlich, weil es nicht anders können, Urlaub in Deutschland. Und da sind unsere Campingmöbel natürlich passend. So, da sieht man es, ja. Ganz, ganz toll. Also wenn ihr wollt, geht in den Webshop auf hornbach.de? Hornbach.de und dann in der Suche Campingboxen eingeben und dann finde ich tatsächlich alle Produkte und auch einen tollen Ratgeber dazu. Ja, und seid schnell, denn die Ellen hat mir erzählt, Holzpreise, du machst den Einkauf, gerade für Holz. Du suchst händeringend nach günstigen Hölzern, die werden immer teurer. Holz wird immer teurer und Verfügbarkeit ist aktuell auch relativ schwierig. Ist das wirklich so? Ist tatsächlich so. Man könnte es ja jetzt sagen, ja, wir müssen die Preise ein bisschen anheben, Holz wird teurer und außerdem ist ja Corona. Nee. Ist tatsächlich so am Markt, ja. So. Ja, toll. Ja, vielen Dank euch allen. Also wenn ihr das haben möchtet, Preise von den beiden Schränken nochmal ungefähr? Liegen wir auch bei der einen ein bisschen über 500, der anderen ein bisschen unter 500. Ja, aber in der Qualität, mit der Passgenauigkeit, also wer sich ein bisschen auskennt, da kenne ich nur normalerweise solche, ich sag mal, Aufbaudinger extern, die kennst du auch. Die habt ihr euch wahrscheinlich angeschaut, die baut man so zusammen aus Kunststoff. Da darf dann kein Wind kommen, sage ich mal. Die müssen beladen werden, damit es steht, das Ding steht, oder? Ja, also wie bei allen unseren Möbeln legen wir schon auch Wert wirklich auf Stabilität und Dauerhaftigkeit. Und der ein oder andere mag sagen, naja, aber das ist doch dann auch alles schwer und so weiter. Ja, das mag sein, aber wir geben alle Daten auch an den Artikeln mit an. Also es kann jeder vorher auch nachlesen, was da ungefähr auf ihn zukommt. Außerdem ist ja auch in einem Transporter üblicherweise drin. Das heißt, der hat ja Zuladung und es darf ja auch ein bisschen schwerer sein. Also mein T6.1 hat Eiche-Massivausbau, wiegt 120 Kilo mehr. Ja. Aber mein Gott, in Polen, wo er ausgebaut wurde, ist halt Eiche das Mittel der Wahl. Ja. Und da haben die gesagt, naja, 120 Kilo, was soll's. Aber es hält, du haust da drauf. Ja. Und das da, du würdest auch sagen, Multiplex ist wirklich top, oder? Ja, also absolut stabiles Material durch das Kreuzverleimen.
auch im Verzug wirklich minimal. Ja, vielen Dank euch allen, Ellen, Katharina und Jörg, ja, von einmal die Produktentwicklung. Was ist normalerweise deine Aufgabe? Normalerweise kümmere ich mich auch um den Einkauf von Holz. Alles, was irgendwie mit Platten und Holzwerkstoffen zu tun hat. Alles klar. Vielen Dank euch allen. Tschüss.